Am vergangenen Sonntag war ordentlich was los auf der Reitanlage vom Zuchtreit- und Fahrverein Wodan-Damm. Der Verein richtete das traditionelle WBO-Herbstturnier aus. Der Samstag begann mit Springen, wie uns der erste Vorsitzende Rufen Belkott erzählte. Gestern war das Springen, stand das Springen auf dem Programm. Angefangen mit dem A-Springen, da ist die Lin sehr erfolgreich geritten und hat dann früh morgen schon den dritten Platz, ne? Oder was? Rebecca war der Erste, genau. Sogar aus dem Verein haben wir den ersten Platz gemacht bei dem A-Springen und gegen Mittag war eigentlich das Interessanteste aus unserer Sicht da, war auch die meiste Gaudi Jumpin' Dog. Wird jedes Jahr größer. Das ist ein Zusammenspiel aus Springern und einem Läufer mit einem Hund. Und dann ist hier die Halle richtig bevölkert und herrscht gute Stimmung. Im Frühjahr haben wir bereits darüber berichtet. Wenn Sie mehr über die Disziplin Jump and Dog erfahren möchten, schauen Sie sich doch mal den Film an. Zurück zum diesjährigen Turnier. Lynn hat am Samstag bereits hervorragende Leistungen erbracht. Gestern Morgen das A in Sterne springen und noch 2 E-Springen. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Was ist das genau? Das E-Springen ist 85 cm hoch und das gibt es einmal auf Zeit und einmal auf Stil. Also dass man einmal auf Zeit ganz schnell durch den Parcours reitet und einmal auf ordentlich, sag ich mal. Und das A in Sterne springen ist auch auf Stil und einfach ein bisschen höher. Herzlichen Glückwunsch sagen wir ihr zu diesen tollen Ergebnissen. Wir waren am Sonntagnachmittag vor Ort und haben uns den Dressurtag angeschaut. Die 6-jährige Luisa war auch dabei. Dann müssen wir einmal traben und sonst eigentlich schön reiten. Wir schauen uns mal einige Impressionen an. Denise Assmann und Markus de Rüver hatten die Aufgabe, die Leistungen zu bewerten. Worauf kam es den Bewertungsrichtern bei den jungen Teilnehmern ganz besonders an? Da wird der Sitz und Einwirkung insbesondere für die Zukunft beurteilt, wie die jetzt auf dem Weg sind in der späteren Ausbildung. Und ob die dann, was sie für Fehler machen oder was sie gut machen, wird dann objektiv beurteilt. Und beim Reiten ist es ja wichtig, dass man ausbalanciert auf dem Pferd sitzt. Dass man also quasi die Zügel, die man ja in den Händen hat, nicht mehr zum Festhalten benutzt, sondern dass man die eigentlich auch quasi gar nicht mehr braucht. Und trotzdem, egal in welcher Gangart das Pferd ist und auch egal, ob es jetzt über einem Sprung ist oder einfach nur geradeaus oder auf einer in der Wendung ist, dass man da trotzdem ganz fest und eben ausbalanciert im Sattel sitzt. Heißt also, man fällt nicht gleich runter. Und das haben die Kinder mit Bravour erledigt. Kann eigentlich jeder reiten lernen? Auf diese Frage gab es eine ganz klare Antwort von den Wertungsrichtern. Jeder ist eigentlich nicht dazu geeignet. Es sind schon, man muss schon gewisse Voraussetzungen fürs Reiten über Sprünge oder im Dressurreiten haben. Sei es jetzt körperliche Fitness oder sei es jetzt überhaupt vom körperlichen Zustand her, muss man schon sportlich genug sein für diesen Reitsport, nicht? Man hat halt mehr oder weniger Talent, genau wie in jeder Sportart. Richtig. Aber das kristallisiert sich erst später raus. Also Reiten ist gar nicht so einfach. Das Wochenende auf der Reitanlage vom Zucht-, Reit- und Fahrverein Wodan-Damm machte den Teilnehmern und Zuschauern wieder richtig viel Spaß.